So, herzlich willkommen zum heutigen Abend. Eineinhalb Stunden. Wir haben etwas gehört heute Mittag, karmische Belastungen. Grundsätzlich geht es doch bei Krankheiten oder bei Regulationsstörungen darum, um die Information in erster Linie. Das haben wir auch bei meinem Vorgänger gehört, das haben wir bei der Bioresonanz. Und wir vergessen einfach, dass uns aus früherer Zeit oft Sachen mitkommen, bewusst oder unbewusst, die uns hemmen oder dass der Körper hemmt, dass er so funktionieren darf oder kann, wie er sollte. Karmische Muster, das sind die Grundlagen. Also wir haben die karmischen Muster immer auf den Schilddrüsen, finden wir sie. Die Eide und Gelübde auf den Nebennieren. Und alle Speicherungen sind in der Stressachse, also Hypothalamus, Hypophyse und auf den Nebennieren zu finden. Und das ist eigentlich schon sehr viel, was wir da finden können. Also einerseits die Eide, Gelübde, wie gesagt, heute Mittag, oder aber auch Religionen. Religionen mit Taufe wird programmiert, mit einem Ritual wird programmiert. Was heißt ein Ritual? Nehmen wir an, einen Polizist, sobald er vereidigt ist, verhält er sich anders. Oder ein Militär, sobald er den Fahneneid geschworen hat, dann ist er in Uniform und dann ist er anders. Er verhält sich anders. So ist es aber auch alte Sachen, die mitkommen können von den Eltern. Wie ich heute Mittag schon gesagt habe, DDR, Schweigegelübde, dann sagt die Zelle, es geht dich nichts an. Die hat geschworen, die Großmutter, sie wird ewig leiden. Vielleicht hat sie unter dem Haken Freund gehabt oder was. Sie wird schweigen. Sie wird schweigen. Dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig, wenn man da an diese Sache rankommt. Jetzt zu diesem Auflösen von karmischen Muster. Ich habe hier eine kleine Auswahl. Das ist meine ganze Instrumentensammlung, die ich da habe. Ja. Und ich möchte jetzt mal eine Testperson haben. Wer meldet sich da? So, gut, sehr gut, sehr gut. So. Also, das Erste, was ich immer schaue, ist mal die Aura. Die Aura, also schau, ich fühle das, also das könnt ihr auch fühlen. Reibt mal die Hände. So, jetzt schaut mal hier, ob ihr dann Widerstand spürt dazwischen. Spürt ihr dann Widerstand? Ja, die einen etwas weiter. Ja, spüren Sie etwas? Ah, so ganz fein ist natürlich. Ja, so. Und achtet mal, vielleicht wenn ihr mal gegenüber, so ein Pärchen oder so, schaut mal, wenn ihr da rüber fährt, spüren Sie etwas, wenn ich da rüber fahre? So, spüren Sie da etwas? Ja. Das ist so ganz fein, wie eine Seifenblase, ganz fein. Und da gibt es manche, die sind schwächer und manche, die sind größer. Das spürt man. Wenn ich hier auf und ab gehe, spüren Sie hier etwas? Das da? Warm. Mhm. So. Ein Schlüssel. Spüren Sie hier auch etwas bei der Magengegend, Solarplexus? Also im Moment ist alles entspannt und warm. Okay, hier auch. Also je nachdem, wo Sie die Hand jetzt halten, spüren Sie. Ja. So. Wenn, man muss wissen, in der Geschichte, also hat man die Frau immer unterdrückt. Religionen sind gemacht worden von Männern für Männer. Warum unterdrückt man eine Frau? Weil eine Frau eigentlich stärker ist als der Mann. XX-Chromosomen kann man flicken, XY leider nicht. Wenn ihr das nicht glaubt, geht mal ins Altersheim und schaut mal den Unterschied an. Nebst der, natürlich der Gratis-Sauna jeden Monat. So. Man hat ein Schloss gemacht, hier, mit einer Puppe und hat, damit der Körper in Resonanz kommt, vielleicht Haare genommen oder irgendetwas und das in die Puppe eingenäht. Ich nehme jetzt mal das Schloss also in die Hand und öffne das Schloss hier und nehme das mal weg. So, jetzt frage ich Sie wieder, wie ist es jetzt?
Ist es noch da? Ja. Okay, dann geht es auf die andere Seite auf. So. Ist es jetzt? Leichter. Hm? Bitte wenden Sie mir den Kopf nach links und nach rechts. Geht das gleich gut? Okay. So. Dann nehme ich mal das Hämmerchen. Ne? Zum nochmals für die Gäste. Kopf nach links und nach rechts. Geht so. Ha? So. Also, haben Sie oft Nackenverspannungen? Ich hatte auf der Seite meinen Bandscheibenvorfall. Ein was? Einen Bandscheibenvorfall. Ah ja, okay. So. So. Ich habe da ein Spitzhämmerchen da vom Blättli Lecker. Und allein das Geräusch hilft schon. Und jetzt nehme ich einen Pranger weg. Ein Pranger, so wie wir ihn gesehen haben. Und möchte Sie jetzt nochmals bitten, wenden. Auf die andere Seite. Ist es jetzt ein Unterschied oder ist es gleich? Sagen Sie es einfach, wie es ist. Also ich habe ein bisschen mehr rechnen. Okay. So. Was leidet darunter, wenn sie einen Pranger hat? Wenn sie mal als Kind war das ein Problem, vor die Leute zu stehen? Ja. Sie wird sich hüten, vor die Leute zu stehen. So. Ja. Und wenn Sie so einen Pranger haben, haben Sie auch oft diese Nackenmuskulatur. Jetzt sehe ich das mal so symbolisch an. Ja. Und frage Sie, wenn ich jetzt hier ziehe, spüren Sie etwas im Nacken? Okay. Das wäre jetzt ein Sklavenjoch. Jetzt wollen wir ein Sklavenjoch. Ja. So, dann nehmen wir das mal weg. Ja. Jetzt einen Schritt zurück in die Freiheit. Einfach einen Schritt zurück. Ja, wunderbar. So. Wie ist es jetzt? Ist es noch da? Ja. Bitte wenden Sie mir den Kopf nach links und nach rechts. Ist es ein Unterschied? Rechts geht besser. Rechts geht besser. Wo ist hier noch etwas? Moment schnell. Wenn ich hier, kann ich da etwas rausziehen? Moment, hier. Moment. Ja. Nochmals, wie ist es jetzt? Nach links und nach rechts? Links ist das gleich. Rechts ist besser. Also es ist immer noch ein kleiner Widerstand. Sie müssen das lauter sprechen, damit also Sie das hören. Links ist wie vorher, es geht immer gut und rechts ist besser als vorher, aber okay. Eine kleine Blockade ist gut. Da noch. Okay. Dann schauen wir mal das so. So. Jetzt nehme ich eine Spritze, ja, und mache Folgendes in Gedanken. Ich entschuldige mich bei der Zelle, was passiert ist. Weil auch dieser Bandscheibenvorfall, was da war. Also ich werde sie nicht berühren, keine Angst. Ne? Ich habe keine Angst. So. Ich bin ganz vertrauensvoll. Ja. Ich desinfiziere das und das alles gedanklich, auch hier seelische Verletzungen invers, also invertieren und auch das, was passiert ist, das mit diesem Bandscheibenvorfall. So, testen Sie mir das jetzt nochmal, wie ist es jetzt? Besser? Okay. Das ist der goldene Schnitt. Und zwar ist das die Stimmgabel mit 432 Hertz. Ich bringe mit diesem Ton, mit dieser Vibration etwas ins Gleichgewicht. So, passen Sie auf. So. Der alte Ton A war bis 1952 dieser Ton, wo jedes Orchester sich orientiert hat. Der Ton A ist der Steinbock und heißt, ich bin die Norm. Probieren Sie es nochmal, wie sieht es jetzt aus? Wenn ich hier ziehe, kommt etwas mit? Nee. Wenn ich von hinten ziehe, ist das gut? Dann kriege ich das hier ein. Okay. Ja. Das ist eine Kette. Ja. Das mal weg. Ups.
Füße. Da. So, bitte, wenn Sie die Füße anheben, sind die gleich schwer, wenn Sie das mal vergleichen? Rechts ist schwerer. Rechts ist schwerer, okay. So, neuer Laser. Moment. So. Rechts ist schwerer. Ja. So, okay. Fuß anheben bitte. Schneide hier eine Kette weg und auch hier. So. Und jetzt testen Sie es nochmal. Wie ist es jetzt? Leichter? Ja, leicht. Okay, dann nehmen wir das noch weg. Das ist oft, so im 18. Jahrhundert hatte man oft diese Zwangsjacken. Nehmen Sie sie auch noch weg, Hände schütteln. So, und jetzt testen Sie nochmals den Kopf. Geht's besser? Geht besser. Geht besser. Hm? 97%. 97%. Okay, hatten Sie Angst als Kind in der Dunkelheit? Wissen Sie das? Vor Gewitter, ganz schrecklich. Genau. Wissen Sie, warum, dass ich darauf komme? Wenn sie einen Bandscheibenvorfall hatte, dann hat das mit Flucht in der Vergangenheit zu tun. Wenn es gibt einen Beckenschiefstand, die Muskulatur ist links, rechts verspannt, so auch die Muskulatur beim Hals. Alles, was Bandscheibenvorfälle oder Skoliose zu tun hat, da ist immer eine Flucht in der Vergangenheit zu finden. Und das Merkmal ist eigentlich ganz eindeutig, man hat als Kind Angst in der Dunkelheit. Jetzt wollen wir das mal schauen. So. Bitte, Hand. Kann ich vielleicht was dazu sagen? Ich als Kind hatte ich öfter den Traum, ne, im Dunkeln mich umzudrehen und plötzlich also wie vor einem Tsunami zu stehen. Mhm. Also Wasser. Haben Sie Angst vor tiefem Wasser? Ja, also ich konnte als Kind, ich konnte kein Wasser im Fernsehen sehen zum Beispiel. Mhm. Okay. Und auch heute noch. Also. So. Hand auf den Magen. Bitte bleiben Sie mal stehen wie ein Felsen. Ich schubse Sie jetzt leicht. Achtung. Ja, wunderbar. So. Wiederholen Sie bitte, ich habe Angst vor tiefem Wasser. Ich habe Angst vor tiefem Wasser. So, das ist unstabil. Jetzt machen wir zwei Schritte zurück. Zwei Schritte zurück. Auf dem festen Boden. Jetzt stapfen Sie mir mal auf den Boden. Ja. Wiederholen Sie wieder, ich habe Angst vor tiefem Wasser. Ich habe Angst vor tiefem Wasser. Jetzt ist es stabil. Mhm. Ich kann Ihnen sagen, allein durch das die Information da ist, festen Boden unter den Füßen zu haben, das alleine reicht, um Höhenangst zu nehmen und die Angst vor tiefem Wasser. Okay.